einfach. Alter, hey, ich kenn schon, was geht? Also, Kalle, komm mal mit. Kalle, was ist das für eine Scheiße hier? Wer sind die Leute? Aber stetig, ich weiß es nicht. Ich bin neu. Also, ich verstehe jetzt nicht so ganz, was jetzt das, warum wir hier sind. Ja. Das Ding ist einfach, du musst dir das hier vorstellen wie Malle und alle wollen was vom Kuchen abhaben. Alle wollen in die Mitte saufen, richtig? Genau. Und um die Mitte. Ja. Geht's ja halt, ne? Also musst du erstmal schaffen, in die Mitte zu kommen und auf dem Weg dorthin musst du halt erstmal nach Kiyovongsa oder Fort Nariti, Digga. Also du musst halt erstmal ein bisschen was liefern, damit du in der Mitte im Bierkönig schön einen wegzischen kannst. Und das machen wir jetzt. Oh Mann, ja. Mit dem will ich mich auch nicht anlegen. Das Und da sage ich jetzt so, okay, dann nehme ich das mal an. Bitte mal die Fässer halten, wir deine Zigarette im Klo. Okay, ich habe jetzt Handover UNRWA Medical Supplies to Lab Red. Hey. I need my space. I'm sorry. This is so uncomfortable. So, Kalle, dann nimm mich mal mit auf die erste Mission. Ne? Jetzt machen wir Folgendes. Wir rufen uns jetzt einen Helikopter an und dann fliegen wir zur ersten Mission. Das ist ja da unten zwischen Nitras und Dings, ne? Mann, Mann, Mann. Naja. So, zack, zur Kalle. Mit Respekt, wo gehen wir hin? Find and mark the cash in a shed at the town's lumberyard. Gehen wir da jetzt hin, oder? Ja, ja. Wer ist er denn? Entschuldigen Sie, mein Herr, ist dieser Mann tot? Er ist tot, ja. Okay. Ey, es leckt wie Mutter, Alter, wirklich. Es ist ja ganz schlimm. Also, ist jemand? Runter! Hände auf den Rücken! Ey, war nur ein Spaß. Er schießt auf mich. War nur ein Spaß, yo, chill. Alter, der hat mich fast getötet. Wir müssen jetzt erstmal anfassen. Hat er dich abgeknallt? Er hat auf mich geschossen, ja. Ja, lass ihn doch töten, oder nicht? Gibt das Plus- oder Minuspunkte? Weiß ich nicht. Aber XP gibt es auf jeden Fall im Game. Weil ich glaube, der hat sich ja vielleicht einfach erschrocken. Einer schreibt, das ist Ede von Rocket Beans. Entschuldigen Sie? Hallo? Das ich ist wirklich das Ede. Ich schieße mir ins Gesicht. Kalle, mach einen Call. Ich schieße mir in die Fresse. Ich bin Baba Kalle, weißt du? Aus Respekt. Oh, das ist Baba Kalle. Scheiße, das ist Baba Kalle. Willst du jetzt mal was sagen, oder was? Die Sprache verschlagen? Ich glaube, der hat übelste Mikrofonprobleme. Ich hab gerade seinen Stream offen. Du hast mich gerade erschrocken, oder? Ich hab gesagt, dass der Hannover scheiße findet. Digga, sag doch was. Sag doch was jetzt. Red mit mir! Jo, Reden. Aber ich wurde gerade ermordet von... Musst du auch Z gedrückt halten, Kollege. Das waren einfach Reflexe. Ist bei dir alles okay, Baba Kalle? Ah, bei mir ist alles okay. Sag noch mal einmal Entschuldigung, bitte. Entschuldigung. Sag mal Entschuldigung, Baba Kalle. Entschuldigung, Baba Kalle. Okay, danke. Jetzt ist es schon. Baba Kalle, was hast du getan? Du kannst ihn doch nicht einfach in die Luft jagen. Ja, wir können ja warten, bis er wiederkommt. Ich hab alles bewahrt. Ey, das ist wirklich schlimm gelaufen. Ich hab ein Geschenk für dich als Entschuldigung, ja? Das war ein D-Böller, es tut mir leid, der ist dann auf einmal hochgegangen. Ich muss sagen, ich hab vor Lachen, glaube ich, gerade die Hosen getrinkt. Kalle, was, wenn wir ihn jetzt einfach töten? Dann sind wir zwar ein bisschen fies, aber er ist tot. Und wir haben eine Waffe für Ede. Hey, wenn du klug bist, gehst du jetzt. Hey, was ist denn jetzt die M4? Ach so, dann habe ich die doch eingesetzt. Gut. Oh, ich hasse Kopfschmerzen. So, ja, viel Erfolg, Herr Edwas. Danke fürs in die Luft jagen. Gerne, gerne wieder. Sag Bescheid. Ey, viel Erfolg, ja? Hey, euch auch, ne? Tschüss. Tschüssen. Das war doch mal was, oder? Ja, wo müssen wir jetzt eigentlich hin? Die erste Aufgabe ist hier vorne nämlich direkt schon. Ah. Ja, wir müssen hier rein. Da, wo der Typ hinten am Regal steht, da müsste so ein weißer Karton stehen. Den musst du einpacken. Dürft ihr mal kurz? Zack, hab ich. Let's go. Can you let me out? Aber du kannst auf der Karte den grünen Punkt sehen, ne? Ja, ja. Werde beschossen. Oh, shit. Hab einen. Boah. Kalle, Baba Kalle. Baba Kalle. Hier vorne, wo ich hingucke, da ist an der Seite so eine kleine Hütte. Da muss ich. Ich trinke mal kurz ein. Oh ja, erschießen. Hier vorne müssen wir. Oh, da ist noch einer. Ja. Haste. Easy, one tap. GG's. So, wo? Hier, das rote Ding, da musst du was platzieren. Hab ich. Gut, dann können wir wieder gehen. Objective Complete steht da. Okay, hier vorne ist ein Warehouse. Stechsterzig! Ja, warte, das erweist sich gerade als schwierig. Ich weiß halt nicht, warum du da vorrennst. Ganz kurz klarkommen, okay? Komm mal klar. Ganz kurz. Ich komme jetzt zu dir. Bei dir müsste irgendwo so ein Warehouse sein. Ich würde halt gerne wissen, wo ich das jetzt hier anbringen muss. Ich glaube hier. Hier, komm, ich weiß, ich stehe genau da, wo du hin musst. Du stehst also genau dort, wo ich es platzieren muss. Ja, du musst hier rein. Gut. Du hast wieder so eine rote Kiste. Habe ich. Okay, was ist?
Dann muss ich jetzt hand over the UNRWA Medical Supplies to Lab Rat. Ja. So, und dann checke the area around the gas station, 4461, check the convenience store, check the demolished building. Dann gehen wir jetzt die Runde über den Süden. Ja, wir gehen in den Süden. Up in the southern. Süden. Harte Schüsse. Oder ist ein Gegner? Ja. Ich sehe ja nicht mal, worauf du da schießt gerade. Ja, ich habe ja auch einen Scope, du hast ja keins. Oh, so, hier vorne ist auf der rechten Seite die Gasstation. Da musst du einmal ranlaufen. Auf der rechten Seite, ja, ja. Oh, oh. Du hast beschossen. Ja, ich blute. Geh dich erstmal heilen. Ich habe ihn gefunden. Der hüpft irgendwie rum. Okay, Bandage, wa? Ja. Oh, jetzt blute ich auch. Eieiei, Kalle, wir werden hier gerade gepinnt. Ja, alles gut, alles gut. Wir haben das im Griff. Wir haben das im Griff. Sü. So, da musst du einmal ranlaufen oder hast du schon dein Dings bekommen? Nee, noch nicht, glaube ich. Ja, jetzt habe ich's. Dann gehen wir gleich zum nächsten und zwar zum Convenience Store. Du, Kalle, komm mal zu mir. Alter, hast du einen Streit gefunden? Ja, Mann. Wie komme ich so rüber hier? Joppa. Vollen Magen, aber auch aufpassen, ne? Hier ist noch ein Schlüssel. Oh, Schlüssel immer mitnehmen. Ich bin auf jeden Fall da, wo du hin musst. Kannst wieder zu mir kommen. Okay, ich hab's. Motel. So, dann nach Hause, oder was? Nee, warte mal. Demolished Buildings. Ja. Ich stehe doch da. Okay, dann lass uns jetzt abhauen. Zu Charlie, oder? Charlie 1? Da gehen wir jetzt hin. Okay, dann gehe ich jetzt einfach mit dir. Hier sind mega viele Gegner. Oh ja, da ist aber jemand, der uns hilft unten. Ja, ist das Edel? Okay, sind down, oder? Nee, ja. Einer muss noch da sein. Der einer ist da hinten noch am Ballern. Hab ihn. Down. Cool. Einer. Ist down. Schön. Ey, Kalle. Ja. Auf erstmal einen Cracker. Hier ist hier deine SKS, falls du willst. Ja, ich hab schon eine, danke. Are you naked? Oh, der hat keinen Kopf. Ein paar Sekunden später. Das ist bei Tarkov ja jede Runde bist du ja so, okay, alles kann ja jetzt, überall können ja jetzt ja Spieler sein. Und hier ist es für mich so, ja, okay, jetzt laufe ich da rum und töte die ganze Zeit irgendwelche Brees. Genau, das meine ich halt. Das ist halt irgendwie noch zu sehr, also man wird halt jetzt gerade sehr ins PvE am Anfang reinforciert. Ja, man kann sich jetzt nicht so dazu entscheiden, dass man direkt reingeht, weißt du? Und das finde ich jetzt am Anfang auch noch ein bisschen anstrengend irgendwie, weil es gibt jetzt natürlich auch so Leute wie mich, die einfach jetzt richtig fickrig sind und richtig Bock haben auch auf geile Feinde. Komm mal vom Heli weg hier, ich höre dich gar nicht. So. Ja, und da denke ich mir halt, sie wipen wohl alle 6 Monate, habe ich jetzt gesehen oder gehört. Boah, ist aber schon ganz schön. Ja, ist halt genau wie ein Tarkov, so nach dem Motto, ne? Nur, dass sie es halt nicht aussprechen bei Taki. Aber so ungefähr alle 6 Monate ist da auch so mal wipe. Man kann auf jeden Fall noch einiges verbessern. Es ist jetzt nicht so, dass das jetzt schon das perfekte Game ist. Das darf man auf jeden Fall nicht denken. Aber ich muss sagen, ich finde beeindruckend, wie schön es ist. Also, das ist für mich so, allein wie die Leute aussehen, hier ist ja ultra krank, finde ich. Die Bäume und so, ne? Also, muss man gucken. Also, alles sieht ultra krass aus, finde ich. Ich glaube, das bumst halt von einigen so den PC. Es sieht halt in meinem Auge sieht halt mega geil aus, hier so die ganzen Pflanzen und so. Auf Twitch wahrscheinlich jetzt nicht so krass wie für mich. Die Experience so rein optisch ist schon nice. So. Ja, übel, übel. Juti, Kalle, ja. Dann würde ich dich hier verlassen. Es war aber trotzdem ein Abenteuer sondergleichen. Ja, was wir jetzt machen, wir werden jetzt einfach in den Osten laufen. Wir werden jetzt einfach in den Osten laufen und gucken, ob wir da auf andere Spieler treffen. Ich weiß auf jeden Fall, dass es hier irgendwo und da gab es auch eine Landing Zone. Wo war die? Hier, da gibt es auch eine Landing Zone. Er hat mich instant gekillt!